Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4, das Remake auf der PS5. Wir spielen natürlich weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt hier in der Burg. Und ja, laufen wir mal weiter und schauen, was wir machen müssen. Komm, zack, zack, beweg dich. So, okay. Was haben wir hier? Oh, da ist eine Kiste. Oh nein, erst kommt eine Herzlich Videosequenz. willkommen in meinem Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Ja, okay. Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte nennen Sie mich Ramon. Lassen Ramon! Sie mich gleich zum Punkt kommen. Das ist gar nicht aus wie so ein Ramon. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Nö, kriegst du nicht. Jetzt. Auf Tja, keinen netter Fall. Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Ja. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit Wofür? ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Saddler. Also, Sie werden gehorchen. Ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Okay. Leon? Was kommen denn da für Lass komische dich Mönche, ein. ey? Oh shit. Geht aufs Haus immer. Erledigt, zack, alle weg. Sehr gut. Was ist? So. Ja, wir wollten da erstmal dahin, ne? Hier war auf jeden Fall, hier ist eine Truhe. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel oder irgendeinen Kasten oder sonst was. Der Schlüssel sieht es auf jeden Fall nicht aus. Haben wir aber nicht. Das heißt, irgendwann werden wir noch mal hier hinkommen, denke ich. Was haben wir hier? Hier haben wir wahrscheinlich, ja, okay, hier brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Für jeden Scheiß braucht man hier einen Schlüssel. Zack. Vase erstmal kaputt machen. Oha, hier kann ich die einfach hier rüber schleudern, die Kleine. Dann kannst du mir die Tür hier aufmachen. Aber erstmal gucken wir, was da in der Ecke ist. Hier ist eine Kiste. Da kommen wir aber nicht von hier aus hin. Was haben wir hier? Ah, ja, ein gelbes Kraut. Sehr schön. Haben wir noch ein grünes? Nein, haben wir nicht. Egal. Kriegen wir gleich schon irgendwann bestimmt. So, hier ist auch wieder. Da kommen wir auch nicht einfach so dran. Natürlich nicht. Verschlossen. Alles verschlossen oder du brauchst für jeden Scheiß einen Schlüssel. So. Dann hüpf hier mal rüber, Alles Kleine, klar. und mach mal die Tür auf. So. Sei vorsichtig. Ja, genau, sei vorsichtig. Zack, zack, mach die Tür auf, los. Hopp, hopp. Ist offen. Thank Gut you. Gemacht.
Okay, hier kann man durch den Schlitz gehen. Ja. Ich finde es auch ganz witzig, dass in jeder Vase oder irgendwas drin versteckt ist. Entweder Geld, Munition. Finde ich ja lustig, dass die Leute da drin so ihre Sachen verstecken. So. Truhe aufgemacht. Was haben wir hier drin? Oh, eleganter Parfümflakon. Okay. Okay, okay. Was hechelst du eigentlich immer so die ganze Zeit, Mädchen? Hä? Hast du Asthma? Brauchst du ein Spray, oder? Hm. So. Hier ist weiter nichts. Dann müssen wir jetzt da durch den Schlitz an der Wand. Dann gehen wir mal hier rein. So. Mal gucken. Hallo. Jemand da? Los, komm. Was haben wir da? Oh, Flintenmunition. Das sehe ich doch gerne. Flintenmunition. So. Was quietscht denn da? Ach, da ist ein Schatz da oben. Aha, ein Rubin. Laufen wir mal weiter, mal gucken. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Ja, sieht so aus. Ja. Aha. Ah. Wer schreit denn da so? Okay. Darf keiner entkommen. Da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel für. Natürlich. Ah. Armer Kerl. Kein schöner Tod. Okay, das heißt, wir müssen erstmal einen Schlüssel besorgen. Und da irgendwas so komische Geräusche macht, wird er irgendwie in Ketten gelegt sein oder so, oder ja, hört sich so an. Aber, was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Ich hoffe nicht. Also kommt drauf an, was für ein Tier. Hm? So. Das hört sich jedenfalls groß an. Aha. Aha. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Oh, was ist das für ein Stuhl hier? Oh je. Oh, guck mal, er hat einen Verliesschlüssel. Das Licht ist verloren. Okay, dann gehen wir mal zurück. Oder auch nicht. Scheiße. Wo sind wir denn gelandet? Oh fuck. Was ist denn das für ein Vieh, Alter? Der sieht ja gar nicht.
Ja, natürlich. Da. Sonst geht's noch gut, ne? Mein Gott, ey. Herstellen. Ah, so. Roter Rubin hat er verloren. Oh, da ist noch eine Vase. Peseton. Pesetos. Jojo. Ja. Gut. Nee, da habe ich noch irgendwas liegen lassen schon wieder. Geht jetzt so was? Wir können das übersehen. Ja, wo ist denn das? Da, direkt mal. Ach komm. das ist oben. Ja, ich bin's. Was war da unten los? Och, nix, nur ein kleiner Kampf. Nichts. Oh. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Nur ein kleiner Kampf. Und mit den Tieren lagst du dich gar nicht mehr so falsch, jo. So, hier ist der Schlüssel. Ja, ab da oben wieder. Oh, aber erstmal hier. 53.000 Pesetas. Habe ich. Schon gespart. Alles gut? Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. Ja, geht schon wieder. Kombination mit den. Ah, was noch was? Ein Spinell, ein Spinell, Spinell, Spinell. Rätsel, da ist ein Rätsel. Wie das aussieht hier. Ja. Okay. Hier sind vier Bilder. Aha, hier habe ich ein Schwert jetzt rausgenommen. Hier ist gar keins drin. Okay. Okay, also ein Teil fehlt. Ein Teil fehlt. Warte mal.
Okay. Ziehen wir mal da dran. Da ist der Adler. Ach so. Ah. Okay. Und hier ist der vierte. Wozu soll das gut sein? Ist nur eine Replik. Hm. Viel kann man damit nicht anstellen. Genau. Jetzt müssen wir gucken, wie wo was eingesetzt wird. Verrostetes Schwert. Eisen, Schwert. Goldschwert, aber Goldschwert, wer schon ist und dient zu Aufstiegszwecken. Ach, ehrlich? Blutverschmiertes. Ja, pfuh, okay, wie kriegt man das jetzt raus? Aha, das muss Klick machen. Dann war das hier nicht richtig. Nein, das auch nicht. Die Bilder mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder? Da erzählen die eine Geschichte. Kann schon sein. Gucken wir mal im nächsten Bild. Das, da kommt wahrscheinlich das Blutverschmierte rein. Ja, das hat Klick gemacht. Dann würde ich hier sagen, verrostete. Ja. Na, da muss ja dann hier das Eisenschwert hinkommen. Zack, hör auf. War wohl richtig. Ja, das sieht so aus, dass das richtig war. So. Aua! Mistvieh. Mistvieh. Ja. Beißt die Schlange mich einfach. Ah, und da, hier ist wieder. Was ist hier drin? Tada! Ein Goldreif. Hm. Okay. Warte mal. Hey, da kommen. Ja, ja, da kommen, die kamen die Runden rein. Hm. Dann wollen wir mal weiter. Hallo? Derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Zum Burghof gehen. Hm. Warte mal. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Komm gleich wieder. Okay. Ja? Willst du mich verarschen? Wieso? Du kannst doch nicht einfach auf einen Kronleuchter springen. Warum nicht? Wer bist du, meine Mutter?
Wer bist du, meine Mutter? Könntest du meine Tochter sein wahrscheinlich. Aber da will ich noch nicht rein. Da war doch noch was auf der anderen Seite hier. Dum didum 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 didum. Leon, willst du mich verarschen? Nö. So. Oh, was ist da? Aha. Eine goldene Sanduhr. Und rennst du jetzt hier runter? Bleibt er da oben? Mensch. Was habe ich denn da? Das brennt. So. Das brennt auch. Was habe ich damit aufgemacht? Keine Ahnung. Schublade. Aber ich glaube, das war's. Muss ich da in die Tür rein, denke ich, ne? Okay, was haben wir hier? Ah, eine Handgranate, wohl. Eine habe ich nur. Okay. Ah ja, habe ich gerade für den alles für den einen Boss auf den Kopf geklappt. Na ja, stellen. Flintenmunition stellen wir mal her. Das ist immer gut. Und wir stellen noch mal. Ja, machen wir hier. So. Ich habe erstmal wieder ein bisschen Munition. Was lachst du so? Junge. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ja? Dann zeig mal her. Ich präsentiere. Der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Thank you.
Okay, hier kann man speichern. Keine Chance. Okay, kommt er nicht durch. So Leute, das war's auch mit dieser Folge, leider. Aber wir kommen wieder, ja. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch bei Twitch vorbei, xxmichaelbioxx. Folgt mir dort, wenn ihr keine Live mehr verpassen wollt. Ich bin mit Resident Evil zurzeit sehr viel live oder auch mit Fortnite, wenn ich hin und wieder auch live oder auch mit anderen Dingen. Ja, wie gesagt, folgt mir dort, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auf YouTube vorbei. Gaming Michael WO, auch dort liked und kommentiert doch gerne meine Videos, das würde mich super freuen. Und wenn ihr auch noch ein Abo da lassen würdet, das wäre auch super toll, wenn ihr das möchtet. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.